Nächste Frage hat der Reitschuster. Niemand hat die Absicht, einen Impfzwang einzuführen. Die Bundesregierung will ins Wasser, aber sie will nicht nass werden. Das wurde heute sehr deutlich auf der Bundespressekonferenz. Und erfreulicherweise haben Kollegen heute einmal richtig nachgefragt und haben der Bundesregierung auch in der Frage vorgeworfen, dass ihre Position lebensfremd ist. Aber sehen Sie sich einfach die Wortwechsel zum Thema Impfauskunft am Arbeitsplatz selber an. Voilà! Und Herr Polanski hat die erste Frage. Jo, vielen Dank. Das geht natürlich ans BMG. Es ist ja jetzt geplant, dass es diese für bestimmte Berufsgruppen zumindest diese Auskunftspflicht geben soll bezüglich des Impfstatuses. Es ist die Rede davon, dass die Beschäftigten durch die Abfrage nicht zum Impfen gedrängt werden dürfen. Wie soll das denn funktionieren? Naja, grundsätzlich ist es so, dass die Abfrage, also ich meine, ich kann mich jetzt noch nicht zu Details dieses Antrags äußern, da bitte ich um Verständnis. Das handelt sich nicht um einen Antrag aus unserem Hause, sondern ist ein Änderungsantrag, den die Fraktionen eingebracht haben und auf den sie sich jetzt gestern geeinigt haben und den heute in den Ausschüssen beraten. Grundsätzlich ist es aber so, dass dieser Änderungsantrag wohl vorsieht, dass die Impfstatusabfrage tatsächlich erfolgen kann, dass diese allerdings dann eben wirklich nur genutzt wird, um arbeitsorganisatorische Abläufe innerhalb des Unternehmens dann eben zu regeln, also beispielsweise Dienstpläne zu organisieren. Das ist ausschließlich damit halt eben geregelt. In meinen Augen eine sehr ausweichende Antwort, aber der Kollege, der übrigens von der ARD ist, hakt noch einmal nach. Ihre Gebührengelder heute einmal wirklich im Einsatz und das ist erfreulich. Nachfrage? Aber ist es ein, ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, ich bin jetzt Erzieher oder Lehrer, ist es nicht ein bisschen lebensfremd zu glauben, dass dadurch kein Druck entsteht, sich impfen zu lassen? Also wie gesagt, die Impfung selbst bleibt ja freiwillig und auch arbeitsrechtliche Konsequenzen können daraus nicht drohen, wenn jemand sich dafür entscheidet, sich nicht impfen zu lassen. Offizielle arbeitsrechtliche Konsequenzen wohl nicht, aber inoffizielle Ausgrenzung und anderes. Aber Gott sei Dank, auch da haken die Kollegen heute nach. Und das ist es, selbstverständlich bleibt da auch weiterhin der arbeitsrechtliche Weg, wenn es dagegen Verstöße geben sollte. Aber grundsätzlich ist es halt eben so, dass diese Maßnahme allein den arbeitsorganisatorischen Abläufen dient. Weitere Fragen zur Auskunftspflicht, Herr Grimm? Welche Folgen werden sich denn daraus ergeben, wenn dann festgestellt wird, eine Kindergartenerzieherin ist nicht geimpft, eine Krankenschwester ist nicht geimpft? Muss sie dann damit rechnen, aus dem Dienstplan ausgetragen zu werden? Zu arbeitsorganisatorischen Abläufen jetzt in einzelnen Einrichtungen kann ich mich hier natürlich nicht äußern. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Sie jetzt in sensiblen Bereichen zu tun haben, sei es zum Beispiel in der Altenpflege oder mit kleinen Kindern, dann wird sich da natürlich die Frage stellen, ob es da ein Infektionsrisiko gibt. Das muss dann halt eben abgewogen werden in der Einrichtung und ob dann halt eben die betreffende Person beispielsweise in einem anderen Bereich dann innerhalb der Einrichtung eingesetzt wird. Also mit anderen Worten, eine Zweiklassengesellschaft am Arbeitsplatz, die Erzieherin, die nicht mehr erziehen darf, die Altenpflegerin, die nicht mehr pflegen darf, im schlimmsten Fall dann vielleicht Akten ordnen muss im Keller. Nachfrage? Können Sie sich vorstellen, wie eine Erzieherin in einem anderen Bereich im Kindergarten eingesetzt werden soll? Danke für diese punktgenaue Nachfrage. Es geht also doch, warum so selten? Wie gesagt, ich kann jetzt hier zu arbeitsorganisatorischen Abläufen in einzelnen Einrichtungen keine Stellung nehmen. Und das finde ich extrem bedauerlich. Hier geht es um massivste Eingriffe in Datenschutz, damit indirekt auch in Grundrechte. Es geht um mögliche massive Folgen für Arbeitnehmer und die Bundesregierung plant bzw. bereitet sich vor, so etwas umzusetzen. Und die Frage nach den Konsequenzen, die wird dann abgewimmelt mit dem Hinweis, man kann zu einzelnen Dingen keine Stellung nehmen. Das halte ich
für ein Wegducken, aber leider ist das ja nicht neu. Eine Frage online gestellt von Bernhard Walker zu dem Themenkomplex. Ich weiß nicht, ob wir das Justizministerium dazu brauchen, aber ich stelle sie erst mal, dann schauen wir. Er fragt, wie ist der Rechtsschutz bei der Impfabfrage? Geht das über die Arbeitsgerichte oder die Verwaltungsgerichte? Können Sie dazu antworten? Das Justizministerium schüttelt den Kopf, Herr Walker. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Und das Gesundheitsministerium? Grundsätzlich, meines Wissens, sind das halt eben Fragen, wenn sich daraus jetzt beispielsweise Einschränkungen oder Ähnliches im Arbeitsrecht ergeben sollte, dann sind das arbeitsrechtliche Fragen, die dann natürlich auch von den Arbeitsgerichten zu beurteilen sind. Fragen noch im Saal zum Thema Auskunftspflicht? Frau Abbas? Frage an das Bundeswirtschaftsministerium. Ist es korrekt, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dann noch weiterreichende Schritte zur Auskunftspflicht fordert? Und welche wären das, wenn das so wäre? Ja, das ist korrekt. Herr Altmaier hat ja heute sich dazu schon geäußert und gesagt, dass der jetzt erreichte Schritt ein erster wichtiger Schritt ist. Er aber überzeugt ist, dass weitere Schritte notwendig und erforderlich sind. Und er auch weiter darauf setzt, dass die Koalitionspartner hier die ablehnende Haltung, was diese weitergehenden Schritte angeht, ablegen und ändern. Da es hier ja um den Gesundheitsschutz von tausenden Menschen geht, die an den Arbeitsstätten dort vor Ort arbeiten. Nachfrage? Könnten Sie etwas konkreter sagen, was Sie mit weiterreichenden Schritten meinen? Ja, jetzt geht es ja um bestimmte Berufsgruppen und dann wäre die Frage, wie das bei den anderen Berufsgruppen aussieht. Also dass die Auskunftspflicht auch noch auf andere Berufe ausfällt. Das ist jetzt dann zu klären, ne? Aber er ist der Meinung, dass man da auf jeden Fall weiter im Gespräch bleiben muss und hier weitere Schritte folgen müssten. Übersetzt, Verschärfung, ja, die will der Minister unbedingt. Was genau, wie man verschärfen kann, na, das ist noch allgemein. Hauptsache verschärfen, so kommt es bei mir an. Vielleicht kommt es überzogen an. Weitere Fragen zu dem Thema Auskunftspflicht sehe ich jetzt für den Moment nicht. Dann gibt es zum Thema Corona Fragen von Herrn Reitschuster, es geht um Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Er fragt, gibt es Zahlen darüber, wie viele der Intensivstation-Patienten wegen Covid-19 behandelt werden und wie viele wegen anderer Krankheiten auf der Intensivstation sind und positiv auf Covid-19 getestet wurden? Und die zweite Frage, ich nehme sie gleich mal dazu, ist, auf welcher Datengrundlage die Aussagen beruhen, dass die auf Intensivstationen behandelten Menschen größtenteils ungeimpft sind? Also wer registriert das? Naja, im Grunde genommen ist das ja, um mal zu der letzten Frage zu kommen, im Grunde genommen geschieht ja diese Abfrage seitens der Krankenhäuser nach dem Impfstatus der Patienten. Und insofern werden diese dann halt eben entsprechend auch an die Landesbehörden und über diese dann wiederum an das RKI weitergeleitet. Insofern haben wir diese Zahlen dann tatsächlich auch verfügbar. Und zur ersten Frage muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, liegen mir da jetzt aktuell keine Zahlen vor. Meines Wissens wird das aber tatsächlich dann halt eben auch von den Einrichtungen dann selbst ermittelt. Also ob die Leute jetzt wegen Corona in Behandlung sind oder dort sich infiziert haben. Gibt es weitere Fragen eventuell im Saal zum Thema Corona? Das sehe ich nicht. Doch, Frau Abbas nochmal. Ich habe eine Frage zur Neuansteckung bei vollständig Geimpften. Ich wollte fragen, ob die Bundesregierung oder das Bundesgesundheitsministerium Erkenntnisse darüber hat, ob es da Unterschiede zwischen den Impfstoffen, den verabreichten Impfstoffen gibt. Ob ein Impfstoff es vielleicht wahrscheinlicher macht, dass man sich als vollständig Geimpfter dann nochmal neu anstecken kann. Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Es gibt ja letztlich aus den klinischen Studien im Rahmen der Zulassung der einzelnen Impfstoffe gibt es ja halt eben Erkenntnisse dazu. Aber jetzt zur aktuellen Sachlage liegen mir da keine Zahlen vor, ob da jetzt ein Impfstoff gegen beispielsweise die Delta-Variante besser schützt als der andere. Da muss ich sagen, habe ich jetzt aktuell keine Zahlen vorliegen. Und zwischen mRNA und Vektorimpfstoffen, da gibt es auch. Wie gesagt, da habe ich jetzt keine Erkenntnisse zu.
Also vielleicht aber, um das nochmal kurz zu ergänzen. Es gibt ja Untersuchungen dazu, die halt eben sagen, weil Sie jetzt direkt auch die Vektorimpfstoffe ansprachen, dass die heterologe Impfung, also eine Mischung aus Vektorimpfstoff und mRNA-Impfstoff als zweiter Impfung dann wesentlich besser wirkt als die Vektorimpfung alleine. Es gibt nochmal die Nachfrage von Herrn Reitschuss, der da nochmal nachfragt, ob die Zahlen wegen oder mit Corona zentral erhoben werden. Können Sie dazu nochmal was sagen? Müsste ich nachreichen, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Leider kam bis am späten Freitagabend noch keine Nachreichung, aber vielleicht kommt es ja noch. Der befreundete Chefarzt einer deutschen Klinik, der mich zu diesen beiden Fragen angeregt hatte, kommentierte die Antwort wie folgt. Es ist beschämend, dass die Bundesregierung auch nach 18 Monaten Pandemie nicht darüber informiert ist, ob sich die Patienten auf Intensivstationen befinden, da sie wegen Covid-19 stationär aufgenommen wurden oder wegen einer anderen Erkrankung dort liegen und gegebenenfalls nur positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Auch wird nicht differenziert, ob die Patienten, die bei der stationären Aufnahme allesamt getestet werden, sich während der Krankenhausbehandlung mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Das Fazit des befreundeten Chefarztes, dass die Ärzte und die Divi dies von sich aus nicht melden, liegt auf der Hand. Sie würden sich das monetäre Wasser abgraben, bei anderen Kodierungen im bei uns geltenden Fallpauschalensystem im Gesundheitswesen. Da gibt es immer noch viel mehr Geld pro Fall, Klammer Patient, wenn Corona mit im Spiel ist. Ich bin kein Arzt, ich kann das nicht beurteilen, aber ich gebe diese Meinung eines befreundeten und in meinen Augen sehr vertrauenswürdigen deutschen Chefarztes hier unkommentiert weiter. Dann warten wir da auf die Nachreichung. Dann frage ich nochmal, weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich jetzt nicht mehr. Dann wechseln wir das Thema zum Thema Afghanistan. Dazu bräuchten wir vorn, würde ich mal bitten, Verteidigung nach vorn zu kommen. Afghanistan war auch heute wieder ein beherrschendes Thema auf der Bundespressekonferenz. Ich beschränke mich jetzt aber hier in dieser Zusammenfassung auf einige ganz wenige Fragen und kurze Teile der Antwort. Die gesamte Bundespressekonferenz können Sie auf dem Unterstützerkanal reitschuster-de verfolgen. Ja, Daniel Lücking, ND der Tag. Nach Spiegelinformationen gibt es ja jetzt ein Aktenlöschmoratorium im Verteidigungsministerium. Und dazu die Frage an Auswärtiges Amt, BMZ und BMI. Planen Ihre Häuser ein ähnliches Aktenlöschmoratorium jetzt umzusetzen? Und damit verknüpft die Frage an Frau Demmer. Ist es für die Bundeskanzlerin denkbar, als Regierungschefin ein Moratorium bei den entsprechenden Ministerien anzusagen? Also ich kann dazu nur ganz allgemein sagen, mir fehlt jetzt der Terminus technicus, aber es gibt ja eine Veraktungsrichtlinie, Verordnung. Da kann das BMI sicher zur Auskunft geben. Nachfrage, Frau Demmer. Es gab letzte Woche die Diskussion, dass ein Aktenlöschmoratorium oder ein generelles Löschmoratorium von Parteien im Bundestag gefordert wurde und dass CDU und SPD dem widersprochen haben. Also so viel zum Kontext. Wie gesagt, ich kann hier nicht für die Häuser sprechen und für das Kanzleramt gilt eben, wo mir der Terminus technicus fehlt, den aber vielleicht die Kollegin vom BMI parat hat, nach welcher Lage veraktet wird und wie lange das aufgehoben wird, nach welchen Grundsätzen da verfahren wird. Vielleicht können sich die einzelnen Ministerien äußern. Wer möchte beginnen? Ich kann für das Auswärtige Amt kurz sagen, diese Diskussion gab es schon, als der Antrag der Grünen aufkam in der vergangenen Woche, glaube ich, hier an dieser Stelle. Herr Burger hatte da für unser Haus die Position schon sehr deutlich gemacht. Bei uns wird natürlich ordnungsgemäß veraktet und es werden keine Akten gelöscht. Das BMI? Ja, das BMI arbeitet derzeit daran, ein solches Moratorium vorzubereiten. Und das BMZ. Ja, ich habe dem, was das Auswärtige Amt und Frau Demmer gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Es gibt klare Regeln, nach denen Akten geführt werden, aufzuhalten sind. Und danach richten wir uns selbstverständlich. Dann direkt dazu noch mal eine Nachfrage. Aber dann müssen wir über diese Regeln, glaube ich, doch noch mal schauen. Wir haben jetzt vier Häuser hier sitzen, zwei
machen ein Moratorium beziehungsweise überlegen an einem laut BMI, dann kann es ja nicht so ganz klar sein. Und ich glaube ja auch, die Regierung, die Parteien, die das entsprechend gefordert haben, fordern das ja nicht ohne Grund. Also warum haben wir überhaupt diese Diskussion um die Notwendigkeit, dass es ein Aktenlöschmoratorium gibt? An wen richtet sich die Frage? Oder wer kann? Schon an die beiden Ministerien, die sagen, es wird ordnungsgemäß veraktet und darüber hinaus muss nichts weiter unternommen werden. Das habe ich so nicht gesagt. Bei uns wird natürlich ordnungsgemäß veraktet und es werden keine Akten gelöscht. Ich habe die Lage dargestellt, wie sie im Moment ist und wie sie Herr Burgert bereits geschildert hat an dieser Stelle. Über Pläne geben wir natürlich nichts bekannt, solange diese Pläne nicht spruchreif sind. Wie die anderen Häuser sich hier zu positionieren, ist die Sache dieser Häuser. Für das Auswärtige Amt habe ich unsere Position dargelegt. Und die ist unverändert im Vergleich zu dem, was Herr Burger gesagt hat. Herr Grimm? Ich hätte noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gab einen Bericht, den ich gelesen habe, dass eventuell Zahlungen an die Taliban unter Auflagen und Bedingungen möglich seien aus Deutschland. Wie stellt sich das denn dar? Wie will man denn den Taliban noch Bedingungen auferlegen, nachdem man ja quasi das Land fluchtartig verlassen hat? Da stehe ich nun offenbar auf der Leitung, denn es geht ja darum, dass man Geld den Taliban geben will und dafür Bedingungen stellt. Das ist ja etwas ganz anderes, als wenn ich einfach so Bedingungen stelle. Aber dass man eine Geldüberweisung von Bedingungen abhängig macht, das ist, so zumindest mein Verständnis, die normalste Sache der Welt. Insofern erschließt sich mir die Frage nicht. Ich freue mich, wenn man mich hier in den Kommentaren aufklärt, dass ich vielleicht den tieferen Sinn nicht verstanden habe. Aber einfach so den Talibans Geld zu geben, ohne Bedingungen, das wäre in meinen Augen verwunderlich und nicht, dass man Bedingungen daran knüpft. Also vielleicht kann ich zunächst einführen und die Kollegen auch des BMZ möchten vielleicht noch ergänzen. Es geht natürlich um das, worüber der Außenminister auch in den letzten Tagen auf seiner Reise gesprochen hat, worüber er auch heute und auch gestern mit seinen EU-Außenministerkollegen in Slowenien spricht. Und da geht es ganz konkret darum, wie man künftig mit den Taliban umgeht. Da geht es nicht zwangsläufig darum, dass die Taliban jetzt Gelder erhalten sollen. Soll ich da jetzt wirklich beruhigt sein? Ich traue unserer Regierung ja wirklich viel zu. Aber dass sie zwangsläufig den Taliban Geldern gibt, das traue ich ihr nicht zu. Sondern es geht zunächst um ganz praktische Fragen. Auch das, darauf sind wir an dieser Stelle, glaube ich, soweit ich weiß, in den vergangenen Tagen schon eingegangen. Es geht darum, beispielsweise die praktische Frage des Weiterbetriebs des Flughafens zu lösen in Kabul. Dafür ist man auf Zusammenarbeit mit den Taliban angewiesen. Dafür sind natürlich Gespräche auch mit den Taliban nötig, dass sie eine inklusive Regierung bilden. Habe ich mich da jetzt verhört? Erwartet unsere Bundesregierung allen Ernstes von den Taliban, dass sie eine inklusive Regierung bilden? Man lernt nie aus. Vielleicht sollen sie auch noch einen Gleichsetzungsbeauftragten einsetzen und Unisex-Toiletten bauen. Naja, es ist aus Berlin, kann man sich nicht all diese wünschen. Erwartungen müssen natürlich kommuniziert werden und darum geht es ganz konkret, wenn wir davon sprechen, dass Gespräche mit den Taliban geführt werden. Was Ihren Punkt mit den Geldern angeht, da kann ich auf die Äußerung des Außenministers von gestern verweisen. Er hat ganz klar diese Erwartungen, die wir an die Taliban haben, geschildert. Er hat die inklusive Regierung angesprochen, er hat die Menschen- und Frauenrechte, Wahrung dieser Rechte angesprochen, er hat den Kampf gegen Terrorismus angesprochen und er hat auch nochmal deutlich gemacht, wie wir die humanitäre Lage in Afghanistan empfinden. Eine Ergänzung, genau so ist es. Wie diese 500 Millionen Euro dann genau aufgeteilt werden, wird diskutiert. Das richtet sich natürlich nach dem Bedarf und auch den Möglichkeiten, diese Mittel schnell zum Einsatz zu bringen, dass sie den Menschen zugutekommen und eben nicht woanders landen. Da bin ich wirklich gespannt, ob diese Mittel wirklich den Menschen zugutekommen und nicht irgendwo anders landen bei den Taliban. Und wir als Entwicklungsministerium stellen auch nochmal 50 Millionen als Soforthilfe für die Flüchtlingsarbeit zur Verfügung. Vielleicht noch zu diesen genannten Summen. Vielleicht nur nochmal, damit die Zahlen klar werden. In Afghanistan sind 18,4 Millionen Menschen nur auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist knapp die Hälfte der Bevölkerung. Und es ist für uns natürlich als Bundesregierung klar, dass wir da handeln und die Menschen nicht vor Ort alleine lassen.
Das klingt sehr gut und edel, aber nochmal die Frage, wie will man sicherstellen, dass die Taliban, die die Kontrolle im Land haben, nicht an dieses Geld rankommen? Für mich klingt das, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, etwas realitätsfremd. Zu guter Letzt noch einmal ein Themenwechsel und ein psychologisch sehr interessanter Moment. Eine Kollegin von einem griechischen Medium fragte nach einer Reaktion der Bundesregierung zum Tod von Mikis Theodorakis, dem großen griechischen Komponisten. Ich war früher ein großer Fan von ihm. Später sah ich ihn etwas distanzierter, weil er ein Leben lang ein Kommunist geblieben ist. Aber in so einer Situation erwartet natürlich nicht nur das Medium, sondern auch sehr viele Griechen eine empathische Reaktion der Bundesregierung. Und ich beklage ja immer, dass Angela Merkel so wenig bis gar keine Empathie hat. Und das scheint auch auf ihre Sprecherin abzufärben, statt dass sie hier ein paar schöne, freundliche Worte findet. Begrenzt sie sich auf das absolute Minimum. Für mich eine sehr symbolische Szene an diesem Freitag in der Bundespressekonferenz für die Empathielosigkeit dieser Bundesregierung, die sich nicht nur gegenüber verstorbenen griechischen Komponisten ausdrückt, sondern in meinen Augen auch gegenüber der eigenen Bevölkerung und gerade auch gegenüber den Kindern, die am meisten unter den Corona-Maßnahmen leiden. Frage gestellt von Frau Karaviti, Athener Nachrichtenagentur, an Frau Demmer. Und zwar zum Tod von Mikis Theodorakis, also der griechische Komponist, ist gestern gestorben. Und sie schreibt, Bundeskanzlerin Merkel hat in der Vergangenheit gesagt, dass sie sich als Schülerin sogar an der Postkartenaktion in der DDR für die Freilassung von Theodorakis während der Militärdiktatur in Griechenland beteiligt habe. Vielleicht möchte die Bundesregierung einige Worte zum Ableben sagen. Das ist ihre Bitte bzw. Frage. Ich kann von hier aus natürlich unsere Trauer und unser Beileid für die Angehörigen aussprechen. Dann eine Frage von Gaia Molson, AP. Das ist auch eine Frage an Frau Demmer. Gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung zur Entscheidung des japanischen Ministerpräsidenten Suga nicht wieder zu kandidieren? Da würde ich das Auswärtige Amt. Dazu nehmen wir keine Stellung. Das ist eine rein innenpolitische Entscheidung in Japan. Und wie üblich gehen wir auf die innenpolitischen Entwicklungen in anderen Staaten nicht in dieser Form ein und kommentieren sie nicht. Das war es für heute aus der Bundespressekonferenz. Für mich erfreulich, dass Kollegen hier beim Thema Corona deutlich mehr und kritischer nachhackten, als sie es sonst tun. Die Kollegen Jung und sein Mitstreiter Jessen haben heute gefehlt. Vielleicht wirkt sich das auch auf die Gesamtatmosphäre aus. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben. Ich habe die Bundespressekonferenz heute nur aus der Ferne verfolgt und auch aus der Ferne mitgefragt. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und schauen Sie wieder rein, auch am Wochenende und Anfang nächste Woche dann wieder auf der Bundespressekonferenz bzw. aus der Bundespressekonferenz. Abonnieren Sie meinen Kanal, liken Sie, kommentieren Sie, das fördert die Algorithmen, die YouTube zu behindern versucht. Abonnieren Sie auch den Unterstützerkanal reitschuster-de, dort aktuell immer die Gesamtaufzeichnungen der Bundespressekonferenz, die ich da zur Verfügung stelle. Ich finde es wichtig, hier etwas Transparenz sicherzustellen, nachdem ja die großen Sender nicht mehr übertragen dürfen, beziehungsweise niemand mehr live übertragen darf, nur noch im Nachhinein übertragen werden darf und deshalb sehr wenig bis gar keine Aufzeichnungen zu finden sind. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Leider keine Versprecher heute und auch kein Material für die üblichen Backstages. Dafür als kleiner Ersatz und wesentlicher Trost heute ein paar Stellen aus den Ankündigungen der Termine der Bundeskanzlerin für die nächste Woche. Voilà! Wie immer der schon angekündigte Blick auf die Termine. Am vergangenen Freitag hatten wir Ihnen bereits den Besuch der Bundeskanzler in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen angekündigt.
Rheinland-Pfalz heute, Nordrhein-Westfalen am Sonntag. Zu dem Termin am Sonntag kann ich Ihnen noch Einzelheiten nachreichen. Die Kanzlerin und der Ministerpräsident besuchen erneut die von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Im Märkischen Kreis und Hagen werden Sie sich über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten informieren und dort auch mit den Einsatzkräften sprechen. Um 15.40 Uhr sind Pressestatements in Hagen geplant. Am Dienstag, den 7. September, findet im Deutschen Bundestag eine Debatte zur Situation in Deutschland statt. In diesem Rahmen wird auch die Bundeskanzlerin eine Rede halten. Anschließend nimmt die Bundeskanzlerin von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr an der Eröffnungsveranstaltung der IAA Mobility 2021 in München teil. Dort wird sie dann gegen 15 Uhr eine Rede halten. Anschließend wird sie bis ca. 17 Uhr ihren traditionellen Messerundgang machen. Am Mittwoch tagt wie immer um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Ab 14 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann in Iserlohn sein, um dort die Firma Medice Arzneimittel zu besuchen. Das bereits in dritter Generation inhabergeführte Familienunternehmen produziert in Iserlohn, Köln und München sowie an verschiedenen weiteren Standorten in Europa Arzneimittel für den internationalen Handel. Die Bundeskanzlerin wird sich bei einem Rundgang einen Einblick in die Produktion verschaffen, sowohl mit der Geschäftsleitung als auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Im Anschluss wird es dann ein Pressestatement geben. Um 17 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann an einem Podiumsgespräch im Schauspielhaus Düsseldorf mit der Literatin Chimamanda Ngozi Adichie teilnehmen. Sie gilt weltweit als eine der einflussreichsten literarischen Stimmen Afrikas. Bei dem Austausch wird es um aktuelle Themen in Politik und Gesellschaft gehen. Das Gespräch wird moderiert von der Publizistin Miriam Meckel und der Journalistin Lea Steinacker. Am Donnerstag, den 9. September um 10.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin an der Klausurtagung des Vorstandes der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments in Berlin teilnehmen. Sie wird dort eine Rede halten und anschließend ist eine Diskussion mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments und auch ein Pressestatement geplant. Ebenfalls am Donnerstag, den 9. September, wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Festakt zur Eröffnung der Sonderausstellung Johannes Vermeer vom Innehalten in der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlung Dresden teilnehmen. Bei dieser Ausstellung handelt es sich um die größte Vermeer-Ausstellung in Deutschland und sie gilt schon jetzt als eines der europäischen Ausstellungshighlights des Jahres. Die Kanzlerin wird um 17 Uhr am Theaterplatz vor der Gemäldegalerie Alte Meister eintreffen und die Ausstellung zusammen mit dem Ministerpräsidenten Rutte und Ministerpräsident Kretschmer vorab besichtigen. Der Rundgang wird nicht presseöffentlich sein. Im Anschluss wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Rutte und Kretschmer zum Albertinum fahren, wo im Lichthof der Festakt zur Ausstellungseröffnung mit rund 200 geladenen Gästen stattfinden wird. Er beginnt um 17.45 Uhr und wird per Livestream übertragen. Dort wird die Kanzlerin dann ein Grußwort halten. Am Freitag, den 10. September, besucht die Kanzlerin zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr die Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH in Berlin. Mit 160 Mitarbeitern ist das Familienunternehmen in der Entwicklung und Herstellung von wissenschaftlichen Geräten aktiv, die sowohl in analytischen Laboren als auch in der pharmazeutischen Produktion angewendet werden. Dazu gehört auch die Herstellung neuer Systeme, die für die Produktion von mRNA-Impfstoffen eingesetzt werden und damit jetzt auch natürlich eine wichtige Rolle in der Bekämpfung der Corona-Pandemie spielen. Die Bundeskanzlerin wird sich hier bei einem Rundgang einen Einblick in die Entwicklung und Produktion verschaffen und mit der Unternehmensleitung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Am gleichen Tag wird die Bundeskanzlerin dann ab 15 Uhr anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Templin im vergangenen Jahr an einer Baumpflanzung im Bürgergarten teilnehmen. Darüber hinaus erfolgt die Grundsteinlegung für den Neubau einer Kindertagesstätte in genau diesem Park. Wie Sie wissen, ist die Bundeskanzlerin seit 2019 Ehrenbürgerin ihrer brandenburgischen Heimatstadt Templin. In Templin hat die Bundeskanzlerin von 1957 bis 1973 ihre Kindheit und Jugend verbracht. Die Uckermark war und ist für sie nach wie vor ein Stück Heimat.
Und schließlich noch ein Blick auf den Samstag der kommenden Woche. Wir haben dann den 11. September. Da wird die Bundeskanzlerin nach Polen reisen. Sie wird in Warschau zunächst mit Staatspräsident Duda zusammentreffen. Im Anschluss daran wird die Bundeskanzlerin am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz niederlegen. Mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki wird die Bundeskanzlerin im Rahmen eines Mittagessens zu einem Gespräch zusammenkommen. Gesprächsthemen werden hier aktuelle bilaterale europäische und internationale Themen sein. Auch die engen wirtschaftspolitischen Beziehungen werden sicherlich eine Rolle spielen. Danach ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Das war es von mir. Danke dafür. Das war eine ganze Reihe von Terminen. Ich